Die Sonne auf der Haut, die Fliegen in deinem Mund. Verzeihung, das war wohl wieder eine Vakuumröhre. Soll ich mal? Das sowas. Hey, wer hat dich hier reingelassen? Hau ab, sonst mache ich eine Radkappe aus deinem Roboter. Pass ihn an und du bist Hackfleisch. Oh Mann, kein Grund zum Schreien. Keine Angst, der Boss schreit nur, weil er uns lieb hat. Ja, Sir, ich spüre seine Zuneigung. Salve, meine lieben kleinen, ja, Brause draußen und heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Ratchet & Clank. Griff die freigelegten Stangen, um die Türme zu zerstören. Und wir sind ja stehen geblieben auf einem kleinen Planet, wo wir Türme zerstören müssen. Für was genau, das weiß ich eigentlich gerade gar nicht. Was müssen wir noch machen? Boah, das wäre für mich in der Schlag. Ey, da haben wir schon alles gibt, du kleine Latte-Rakete. Und die Waffe eignet sich wahrscheinlich besser, weil die andere, wer weiß. So, wo geht's jetzt weiter? Hier. Aber man kann sich ein bisschen orientieren daran, wo es weitergeht, indem man eben schaut, wo die nächstgelegenen Abweichungen sind. Hui. Okay, und hier mal zwei Bots zu zerstören. Einmal hier und einmal hier. Okay, wie mache ich jetzt den Turm nach oben? Oder ist es der falsche Turm? Kann der auch sein. Okay, da vorne ist der Turm. Wir können auch einfach auf die Karte schauen, wäre ein bisschen leichter. Aber was heißt leicht? Man muss sich schwer machen im Leben. Okay, man muss es nicht schwer machen, man kann es sich auch leicht machen. Eindeutig. Nein. Oh Mann, jetzt darf ich den ganzen Weg dahinter nochmal latschen. Oh, und nochmal. Okay, scheinbar klappt das Springen nur bei ausgewählten Punkten. Okay, und ich habe die Muni vergessen. Oder besser, ich habe jetzt keine Munition mehr. Das einzige Problem, dass du die Waffen immer leveln kannst, ist Munition ist weg. So, wo ist jetzt dein nächstgelegene? Schauen wir mal ganz kurz nach. Der nächstgelegene ist. Einfach nur der hier. Von mir aus gesehen wäre das aber in die Richtung anscheinend. Können wir mal gucken. Oh, was passiert in der Richtung hier? Okay. Es hat auch anscheinend so einen kleinen, genau wie es laufen soll, Weg. So. Ich mache jetzt damit fertig. Obwohl die Waffe hier ist halt echt schlecht zu benutzen ist. Wie ihr seht, die fliegen halt durchs ganze Universum, aber nicht dort, wo man sie haben will. Oh. Schleimkleister. Okay, gut. Oh, gerade nochmal überlegt. Oh, meine Laserwaffe habe ich ein paar Schuss bekommen. Da sieht man auch extra diese rote Abgrenzung, wo man nicht drüber gehen sollte, sonst grillst du deinen Hintern. So, und das zünden wir jetzt auch wieder an. Machen wir mal keinen Faxen raus, machen wir auf der Hand. So. Nächstes Ding ist dahinter. Okay. Wie gesagt, ist auch ganz geil, dass man eigentlich im Prinzip durchlatschen kann. Hier gibt es wahrscheinlich auch irgendwo wieder so ein klitzekleines Ding versteckt. Autsch. Ich bin voll gerade mit dem Kopf dagegen gestoßen. So, welche Waffe haben wir? Nutzen wir. Ah, halt, stopp, kleine Plattform. Okay, ich hätte das ein bisschen mehr Wirkung. Auf die vor mir natürlich. Aber vielleicht aber auch ich einfach nur.
Also das ist ja eine Explosion bis hier hinter, aber du hast überlebt, oder wie? Oder besser, ihr habt überlebt. Also wie viele haben denn da überlebt? Geht mir gerade so safe, alles kaputt. Nee, nix da. So, letztes Ding. Oder? So, okay, in die Richtung gibt es auch noch einen. Ich müsste eigentlich ja bloß auf diese Zahl, was immer unten auftaucht, schauen. Dann wüsste ich es immer hundertprozentig, aber irgendwie faul. Einfach zu faul, Leute. Einfach zu faul, da drauf zu gucken. Auch nur noch zwei Leben. Wenn das da oben übrigens voll ist, dann ist man halt eben fertig. Dann kann man sein Leben, glaube ich, nicht mehr verbessern. Außer ich glaube mit Nanobot-Tex irgendwie. So, ich bin fertig. Arbeit, Junge. Du bist in dieser Unterwäsche nicht zu ersetzen. Jedenfalls wird der schändliche Dieb jetzt von den Halsabschneidern geschützt. Aber vielleicht weiß ich, wie du dich bei ihnen einschlamausern kannst. Wird es gefährlich? Nein, nein, nein. Naja, doch, eigentlich, ja schon. Cool. Sieh dir das an. Den Wind im Haar, die Sonne auf der Haut, die Fliegen in deinem Mund. Wir sind die Wüstenfahrer. Bevor ich zu den Wüstenfahrern kam, hatte ich keine Freunde. Ich hatte Zweifel an mir selbst, Mundgeruch und eine Schwäche für Damenunterwäsche. Aber diese Jungs hier, die verstehen mich. Bin wegen der Kuchentheke hier. Außerdem mache ich auch die süßen Handschuhe für die Jungs. Wenn Sie das Zeug dazu haben, können Sie mit dieser Probemitgliedschaft am härtesten Hoverbike-Rennen der Galaxie teilnehmen. Gewinnen Sie und werden Sie einer von uns. Die Wüstenfahrer. Der Lieblingsverein der Halsabschneider. Alle Wüstenfahrer haben Megacorp-Räder, also musste ich nur ein paar Fäden ziehen. Melde dich, wenn du weitere Informatierungen hast. Fizzwidget, Ende. Wo muss ich hin? Wo muss ich mich anmelden? Und was muss ich tun, um da jetzt mitzumachen? Jetzt. Später. Jetzt. Okay. Anscheinend. Da gibt es gerade nicht so sonderlich viel Sinn. Aber ja gut. Ist ja manchmal so. Ich habe auch wieder volles Leben. Lol. Wurde mir wieder alles aufgefüllt. Aber so ein bisschen auffüllen, dagegen habe ich auch nichts. Wenn wir wieder mein Leben so weiter zurechtrücken. Dann ist die Sterbechance mir so hoch. Und ich. Meine Munition hätte es auffüllen können. Ganz ehrlich. Ein bisschen Muni füllen wäre echt nicht schlimm gewesen, oder? Ah, ich bräuchte auch mal wieder diesen Magnet, der wo alles anzieht, was immer in der Nähe ist. Auch wieder ultra praktisch. Aber jetzt erstmal zu diesen Rennen. Da muss und will ich jetzt hin. Die finden hier anscheinend statt. Die Wüstenfahrer. Let's go. Okay, wir kommen gleich raus und kriegen instant wieder neue Waffen. Und das ist halt gerade noch so in meinem Budget. Wisst ihr, was ich meine? Ach, kaufen. Mein Budget. Die zwei Waffen sind absolut nicht mein Budget im Moment. Aber die hier. Versuche deine Schnellauswahl im Pausemenü zu bearbeiten. So denn? Ich habe aktuell nicht mehr. Mit deinem Schnellmenü. Ich hab nicht mehr bearbeitet. Okay, mach ich ja schon. Okay. Also. Die Waffe passt. Hier oben möchte ich ganz gerne. Nimm mal das hier. Hier möchte ich. Den haben. Hier möchte ich den hier haben. Da unten können wir den Greifer haben. Gar kein Problem.
Machen wir den hier hin. Na wohl. Machen wir den hier hin und machen hier oben dann den hier hin. So, dann will ich jetzt hier. Hier will ich jetzt den da haben, den Greifhaken hier und da oben dann den hier. Passt. So kann man das doch lassen. So ein bisschen sortiert der ganze Shit. Und hier brauchen wir den Haken. Wo geht's eigentlich hier überall lang? Also wir können. Also hier ist gleich hinter uns das Ding, oder? Also wir können einen langen Weg gehen oder wir gehen den kurzen Weg einfach. Wo ist der kurze Weg? Ja, direkt der kurze Weg, aber anscheinend kommen wir da nicht hoch. Okay, nehmen wir den anderen kurzen Weg. Okay, was ist denn das? Kommt es auch runtergefahren? Natürlich nicht. Okay, wir haben bloß einen und das ist der lange Weg scheinbar. Karte Marmelade. Was ist der Weg hier? Der führt wahrscheinlich da hoch. Na gut, dann nehmen wir den hier. Der hier ist länger. Glaubenmäßig. Könnte auch andersherum sein. Ich habe so das Gefühl, die mögen mich da vorne nicht. Deswegen probieren wir zur neuen Waffe aus. Ha, cool. Verständlich, warum es einfach nicht so viel Munition gibt. Weil es Ding irgendwas gefunden hat, instant tot. Das Ding müssen wir upgraden, Leute. Das müssen wir upgraden. Guck mal, hier ein kleines Monster. Kann ich darauf reiten? Warum kann ich nicht auf coolen Monstern reiten? Scheinbar schluckt das auch ordentlich. Da hinten ist auch ein bisschen Müll. Vor allem vorher noch keine Gegner. Jetzt auf einmal sind da Gegner. Sauerei. Siehst du mal, wie das Game eigentlich einen versucht auszutricksen. Ja. Hey. Okay, man darf nicht schnell hintereinander das machen sonst. Liegt da halt irgendwo nach Santa America irgendwas hin. Okay, bei solchen Gegnern brauchst du mindestens 2 bis 3, dann sterben sie. Drücke zweimal kurz die Dreiecktaste, um zwischen kürzlich benutzt. Oh, das ist auch praktisch. Warum sagt ihr mir das jetzt? Nicht schon früher? Oh, schaut euch das an. Keine Chance. Bleib weg von mir. Okay. Wie gesagt, in geschlossenen Räumen ist es halt eben 20 mal effektiver, aber komm. Da wo gerade nichts geschlossen ist und die rammen dich einfach. Guck die nicht. So. 2 Stück davon und die sind tot. Okay. Aber es ist krass, wie viel Schaden das Ding macht. Okay, es sind Klinge, was sich durchbohren und dann explodieren. Also. Kann ich mir schon vorstellen, dass es ordentlich wehtut, wenn das Ding das trifft. So, 1, 2. Und 1, 2, 3. Also man kann es im Grunde abnehmen, wie viel man braucht. Chillig. Brauche ich gar keinen, um ehrlich zu sein. Wollte ich jetzt eher wieder so Klingenmunition gegen die Kleinen. Ah, das nächste Mal. Das hat so geschlossene Räume sind perfekt dafür geeignet. So ein kleiner Raum wie der hier. Ah, da gehen die Klingen ab wie Haare Lütze. Da ist das hier ganz wieder praktisch. Da stehst du hier oben wie so ein King. Und schießt einfach nur. Wo ist das hin? Wo sind sie? Ist das alle tot? Lol. Wollte schon gerade sagen. Was hat ein Feuer gestanden, Kollege Schmuckow? Also wenn ich das mache, dann gehe ich in die Luft gefühlt. Okay, geschlossener Raum, kleine Klingen, viele Gegner. Komm. Na ja, klar. Wenn ich darauf vorbereitet bin, passiert das genau nicht.
So. Munitionsmäßig wäre dann das hier das nächste. Kleister. Wir haben auch nur 4 Schuss drin. Wir sehen schon, wir benutzen viel zu viel Schuss. Okay, zweimal muss ich damit schießen und leer. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, ich bin tot. Ach, guck mal, wie knapp ich von Level up bin. Wuhu! Noch ein Leben dazu bekommen. Umso mehr Leben, umso besser für uns, Leute. Am Ende haben wir so viel Leben, dass wir alles überleben am Ende. Okay, gut, das geht ja leider nicht. Okay, wir haben fast 20, das heißt, unsere nächste Waffe ist auch schon in die Petto. Frage ist, was unsere nächste Waffe wird. Es geht mit der Waffe, es geht betont, aber brauchen viel mehr Muni. Solche dicken Viecher. War das mit dem Messerhandschuh echt geil. Ist aber auch nur lustig, die tun manche Waffen so richtig teuer reinwerfen. Da hat es ab und zu mal so günstige Waffen, zumal ich halt trotzdem noch Waffen weiterkaufen kann. Das schaut mir sehr nach einer Falle aus. Ach du. Vektorwaffe habe ich in der Hand. Wenn sie nicht leer wäre. Na, Vektorwaffe hast du in der Hand, aber ey, ist sie leer. Ist vielleicht jetzt wirklich irgendwie Munition? Ja, das ging vielleicht auch nochmal. Aber wie knapp es ist, das war jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, dass die Waffe sollte man oft verwenden in solchen Situationen. Das ist eher so ein, ja, das hat jetzt mal so Hilfen. So, die hätte ich verwenden können. Nummer 6, 3, 8, gut, die hier und. Boah, die hier. Da bleibt uns ja nicht so eine große Wahl. Das war wohl wieder eine Vakuumröhre. Soll ich mal? Na sowas! Gibt es denn heutzutage gar keinen Anstand mehr? Oh, keine Sorge. Ich bin wohl etwas altmodisch in solchen Angelegenheiten. Wusstet ihr, dass ich seit der ersten Stunde bei Gadgetron bin? Also, Sie verkaufen diese Geräte? Liebes, Sie verkaufen sich ganz von selbst. Coole Information, aber hä? Achso, ja. Kann ich die jetzt alle kaufen oder nur gewisse? Die reden ja einfach 1 Million Balls. Was kostenlos ist, ist nämlich mit, Leute. Also da reden wir gar nicht drüber. Kostenlos mitnehmen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Die zwei Sachen. Denn habe ich sowieso nie so cool gefunden. Das hier wird noch geholt. Deswegen, jetzt haben wir Waffen, Leute. Jetzt haben wir Waffen ohne Ende. Das wäre sehr cool, wenn man das Waffen tauschen könnte. Jetzt haben wir Waffen, Leute. Jetzt haben wir Waffen ohne Ende. Komme ich auf jeden Fall nochmal zurück. Mit einer Million Balls. Mit einer Million. Mit einer fucking Million Mille. Es wird wieder was. Wie mache ich denn das am besten, das ganze Geld? Wahrscheinlich mit Arena kämpfen. Ach so, das ist in die falsche Richtung gelaufen. So eine fucking Mille jetzt ohne Scherz? Ey, die machen da echt keine Faxen, du. Ah, schau, das. Die haben wir auch nicht gekauft. Haben die gerade geschenkt bekommen? Okay, auf jeden Fall. Ja. Mal überlegen, wie gesagt, ich glaube, wir tun jetzt mal hier nur Waffenrad machen. Haben halt hier nur Waffen. So, was ich mit der Kristall da haben. Die Puppe habe ich noch nicht gekauft. Das will ich da haben. Das da, dann hat man einen Handschuh da.
Und das auch schon, sind die auch schon Max upgraded oder können nicht upgraded werden? Oh, ist echt schade. Ist ja wirklich, wirklich schade hier. Können nicht upgraded werden. Sind von Anfang an Max. Okay. Achso, das war das Ding da. Ja gut, jetzt gerade aktuell ist es nicht praktisch im Kampf. Das muss ich leider sagen. Geräte, nein, ich weiß es nicht. Das heißt aktuell nicht praktisch im Kampf. Das nehmen wir halt den, der hat auf jeden Fall mehr Sinn. Der Gegner so ein bisschen abzulenken. Oh. Wie gesagt, ist wirklich schade, dass sie nicht upgradebar sind. Hätte man ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, wäre auch ein bisschen krass gewesen, wenn du das jetzt schon upgraden könntest und dann. Ah, das Ding wäre okay. So. Hey, wer hat dich hier reingelassen? Hau ab, sonst mache ich eine Radkappe aus deinem Roboter. Pass ihn an und du bist Hackfleisch! Oh Mann, kein Grund zum Schreien. Warum muss er gleich schreien? Hey Mann. Ich kann ihn nicht hören, la 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 la. Nur den Kleinen hier. Sir, ist schon gut. Wir zwei sind auch Wüstenfahrer. Echt? Dann wisst ihr, dass ich sensibel bin. Aber sicher, Sir. Wir möchten nur zum Rennen. Na, ich leihe euch meine Bluebell. Aber seid vorsichtig. Sie braucht ein paar Reparaturen. Kein Problem, mein Bruder. Die Bluebell ist in guten Händen. Oh, okay, ein paar Reparaturen. Natürlich sind die Reparaturen so ausgelegt, dass ich einfach mein Ding da reinstecke und fertig. Ja, wieso nicht? Nein, zack. Okay. Ja, sie läuft wieder. Okay, beschleunigen, Waffen abfeuern, Turbo aktivieren. Okay. Okay, erstmal mal gucken, dass wir Turbo und Waffen haben. Okay, da ich habe einen Bolt in der Luft gesehen. Geht mal alle aus dem Weg. Scheibenkleister, dass wir nur mitnehmen müssen. Ich sehe schon, die haben alle einen viel schnelleren Sport als ich. Hier ist grausam. Keine Abkürzungen oder so? Geht diese Runde, wissen wir ja ungefähr, wo die sind. Betont auf ungefähr. Komm. Hinten? Hier drüben? Aber welche Waffen sollen wir eigentlich abfeuern? Wir haben ja nicht mal welche. Oben lang? Ja, was heißt er? Das nimmt jetzt ordentlich Zeit weg. Ich schätze mal, dass die Waffen erst später dazu kommen. Wir müssen uns hart konzentrieren, dass wir das jetzt ja nicht vernödeln. Die Rennen sind geil. Die Musik hätten sie bloß ein bisschen lauter stellen. Weiß ich, ob ich das gehabt habe oder nicht. Wir schreiben schon wieder 10.000 Mann. Warum? Nicht jetzt. Das bringen wir wahrscheinlich auch später mit den Boards irgendwie. Muss wahrscheinlich nur noch gucken, wie. Ja, ich habe gerade einen überholt. Überrundet den Kerl. Und hinter mir sitzt mir eigentlich dick einer im Nacken. Aber ja, scharf. 29 Sekunden, 6. Wow, Alter.
gutes Rennen, Alter. Hier, nimm den Helm, dann sehen die Jungs, dass du einer von uns bist. Danke, Sir. Oh-oh, da kommt eine Nachricht vom Boss. An alle geschätzten Halsabschneider. Als erstes, wer es noch einmal wagt, meine Schokolade im Pausenraum aufzuessen, der sollte sich besser warm anziehen. Kapiert? Hey, mach die Lichter aus! Ein schlechtes Feng Shui. Außerdem wurde unser Raumtreffpunkt verlegt, und zwar ins... Und jetzt hört gut zu, ihr Nullen. Felsonsystem. Sektor 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr nicht zählen könnt, lasst euch von einem Kollegen helfen. Und der Firmenausflug findet am Sonntag statt. Denkt dran, eure eigene Limo mitzubringen. Hey! Das habe ich gesehen, Kletus. Das gibt eine Verwarnung für dich. Keine Angst. Der Boss schreit nur, weil er uns lieb hat. Ja, Sir. Ich spüre seine Zuneigung. Hast du diese Übertragung gesehen? Nicht wirklich. Wir sollten diesen Treffpunkt überprüfen. Ja, vielleicht fangen wir ein paar Übertragungen ab. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.